Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wasserzeichen Fisch, Krebs, Skorpion. Ja, der April steht vor der Tür und ich möchte gerne mit dir hier heute in die erste Aprilhälfte schauen. Ich bin ein bisschen verkratzt in der Stimme, aber ich hoffe, es funktioniert und die Stimme hält. Und weißt du was, lass uns direkt losstarten. Übrigens wird dieses Video eine Fortsetzung haben, in der ich dann schaue, was so im Unbewussten liegt, was dich aber auf deinem Weg unterstützen kann, den wir dann mit den Tarotkarten uns anschauen. Jetzt schauen wir erstmal in die Energien für dich, für den April. Meine lieben Wasserzeichen Fisch, Krebs, Skorpion, 1. bis 15.04. Widderzeit. Wir kommen ja hier mit einem Energieschub in diesen April hinein. Und ja, gerade fällt mir auch noch ein, wir haben auch dann direkt Ostern. Da schauen wir dann nochmal separat drauf. Aber die Energie unterstützt uns eben auch noch. So, wie, oh, ja, guck mal hier. Die Herrscherin. Aufblühen. Aufblühen ist das, was mir hier in den Sinn kommt. Du blühst auf, mein liebes Wasserzeichen. Du erblühst. So wie die Natur jetzt mehr und mehr erblüht und Farbe zeigt und ja. Mir fehlen die Worte. Aufblühen ist das Thema. Etwas kommt hier zum Ausdruck durch dich. Vielleicht auch etwas, was schon eine ganze Weile in dir sich entfaltet, was jetzt zum Ausdruck kommen kann, auf der Welle des Erfolges. Ja, mein liebes Wasserzeichen, bist du bereit, diese Welle zu surfen? Ist sehr kraftvoll, sehr, sehr voller Schwung hier auf der Welle des Erfolgs. Was möchte da durch dich zum Ausdruck kommen? Mal, und schon haben sich die Karten hier verhakt. Was möchte durch dich jetzt erblühen? Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier so hinschaue, wie diese Delfine hier springen in dieser Welle, nehme ich auch so wahr, das kann dem einen oder anderen hier schon so ein bisschen die Knie zittern lassen. Also das ist, ach, guck mal, schönes Bild, das ist, wenn du schwanger bist und das erste Kind bekommst, du weißt auch nicht so genau, was kommt da jetzt auf dich zu. Und so ist das mit der Welle des Erfolgs auch. Was kommt da jetzt auf dich zu? Bist du bereit? Bist du bereit, dich diesem Fließen, dieser Welle hinzugeben? Oh. Und immer zwischendrin schön atmen. Das königliche Selbst möchte hier durch dich zum Ausdruck kommen. Dein königliches Selbst möchte sich hier entfalten, möchte hier auf der Welle des Erfolgs fließen. Was eine Energie! Ich bin ja hier fast sprachlos. Echt. Merkst es schon, ne? Fast sprachlos. Und deine Geduld zahlt sich aus. Ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Wow! Ja, und so auch in diesen letzten Wochen, letzten Tagen einer Schwangerschaft, dann denkt man ganz oft, oh, ist jetzt mal endlich hier so, ich habe die Faxen dick, die Nase voll und das, was ich hier alles mit rumschleppen muss, ja klar, ich freue mich auf das Kind, was ich zur Welt bringe, aber so irgendwie ist dann der Körper auch erschöpft, ne?
Und diese Geduld zahlt sich aber auch aus. Ganz ehrlich, diese Geduld zahlt sich aus. Denn das, was hier durch dich in die Welt kommen möchte, ist dein göttliches Selbst, was dich hier, ja, all die Geduld, die du aufgebracht hast, wo dir hier wird dir ganz viel zurückgeschenkt. Du darfst auch empfangen jetzt auf der Welle des Erfolgs, weil alles geschieht einer göttlichen Ordnung gemäß. Und selbst die drei Schwerter geschehen einer göttlichen Ordnung gemäß. Welcher Kummer liegt dir da noch auf dem Herzen, mein liebes Wasserzeichen? Welcher Kummer liegt dir da noch auf dem Herzen? Wo bist du vielleicht mit diesem Kummer und mit dir selbst ungeduldig gewesen? Das müsste doch jetzt endlich mal geheilt sein. Das dürfte doch jetzt endlich mal durch sein. Ach, guck mal. Ist ja jetzt spannend. 5 Kelche. Nochmal. Schau dir das mal an. Dabei möchte sich hier etwas Großartiges entfalten. 3 Schwerter, dann haben wir hier 3 umgestürzte Kelche und aber auch 2 aufrecht stehende Kelche. Was betrauerst du hier noch? Was lässt dich diese Welle des Erfolgs und dein königliches Selbst nicht spüren? Ich habe so das Gefühl, dass du mit dieser Geduld, die du hier zwar auch aufbringst, aber an etwas festhältst, was dich energetisch runterzieht, was dich nicht energetisch so leicht macht, dass du dieser Welle des Erfolgs folgen kannst. Ja. Und dass es jetzt hier im April eine Lernaufgabe für dich gibt, die 3 Münzen. 3, 3, 3, 3. Die 3 Schwerter, der Herzschmerz, aber auch die 3 Münzen, dass du jetzt lernen darfst, für dich zu erkennen. Ja, ich habe da vielleicht länger dran festgehalten, als mir gut getan hat. Und jetzt bin ich bereit, loszulassen. Vielleicht ist das auch ein Kummer, den du da schon ewig lang mit dir rumträgst, den du jetzt loslassen darfst. Wo du jetzt wirklich auch das anwenden darfst, was du in den vergangenen Jahren gelernt hast. Ich muss mal gerade unter den Tisch. Weißt du, wer hier gerade unter den Tisch gefallen ist? Ein Bursche, den wir hier ziemlich gut kennen. Der Teufel. Mich wundert es, dass der hier mal wieder auftaucht. Ich dachte, den hätten wir hinter uns gelassen. Aber er zeigt sich hier nochmal und er zeigt hier auch nochmal, ja, seine süße Versuchung, seine süße Verlockung, süß, eher bitter süß, eher bitter wie süß, dass er sagt, ja, Schätzelein, dort wird nichts hier. Guck dich mal an. Du willst hier ein königliches Selbst? Das wird nichts. Gehst du diesem Teufel auf den Leim? Wo hängst du da noch in einem alten Glauben und meinst, du bräuchtest noch Geduld, damit sich hier etwas löst oder erlöst in dir?
Und ja, klar, alles geschieht nach göttlicher Ordnung. Auch, dass der Teufel jetzt hier auftaucht, ist eine göttliche Ordnung, denn sie zeigt, wo du hier noch hängst und was deine Aufgabe ist. Deine Aufgabe, liebes Wasserzeichen, ist, diese Erfolgswelle zu surfen und dich nicht kleiner zu machen, als du bist. Es geht um dein königliches Selbst und es geht darum, dass du hier schon fleißig an dir gearbeitet hast, voller Geduld und Hingabe. Wir haben hier die 8 Münzen, das ist so, das Gesellenstück jetzt mal. Hier geht es um deine Meisterprüfung und hier geht es darum, dem Teufel mal zu sagen, wo der Frosch die Locken hat, oder mal zu sagen, weißt du was, du kannst mich hier mal, mach dich mal hier vom Acker, ich packe jetzt mal auf Seelenebene mein göttliches Selbst aus. Hier geht es nicht darum, auf Ego-Ebene hier etwas beweisen zu müssen. Hier geht es darum, auf Seelenebene den Platz einzunehmen, der dir gebührt, der dir zusteht, den Platz, weswegen du hierher gekommen bist. Und du hast wahrlich hart gearbeitet an dir, du hast wahrlich viele alte Themen bearbeitet. Und jetzt kann das sein, dass sich daraus eine Wiederholungsschleife entwickelt hat, eine Verstrickung entwickelt hat. Ich muss aber hier noch an mir arbeiten, damit ich diese Welle des Erfolgs verdient habe. Ich muss aber noch an mir arbeiten, dies noch klären, das noch lernen, dort noch was Neues, damit dieses königliche Selbst in mir auch, dass ich das auch erlauben kann, dass ich das auch halten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass du wirklich auch hier, oder einige, zumindest ist es ja ein kollektives Reading, so dieses Gefühl in sich tragen, ich bin noch nicht so weit. Was, wenn du genau jetzt so weit bist? Genau jetzt erkenne ich, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht, dass ich aus diesen alten Mustern aussteigen kann. Und dass ich jetzt diese Prüfung meistern kann. Ich bin echt gespannt. Der Mond, deine Ängste. Und der Ritter der Stäbe an der Unterseite. Du darfst mutig sein, mein liebes Wasserzeichen. Du darfst mutig sein. Schau dir deine Ängste an. Schau dir hier den Teufel an, der dir sagt, du kannst aber noch nicht, weil du hast doch damals dieses und jenes, du hast doch die Aufgabe hier schon mal versemmelt. Arbeite mal noch an dir, schau dir mal deine Ängste an. Weißt du, was der Ritter der Stäbe sagt? Teufel, du kannst mir mal im Mondschein begegnen, ich gehe jetzt mal drauf zu. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen, auch mal unperfekt perfekt zu sein. Und alle Geduld, die ich mit mir habe, die ich auch mit dem Teufel gehabt habe, die jagen wir jetzt mal zu eben diesem, nämlich dem Teufel. Und wir gehen mal mutig voran. Auch wenn ich nicht weiß, wohin der Weg mich führt, wobei ich weiß es in der Tiefe, weiß ich es ja, er führt mich mit meiner Angst, weil mit der Angst an meiner Seite kann ich erst mutig sein und dann führt mich dieser Weg auf der Welle des Erfolges zu meinem königlichen Selbst. Und der Ritter der Stäbe, der ist mutig, der sagt, ich versuche das jetzt. Egal was da kommt, ich versuche das jetzt einfach. Und der Teufel kann mich mal. Was eine Energie, meine lieben Wasserzeichen. Ich bin echt gespannt auf die Fortsetzung, denn da schaue ich genau mal auf die
Ebenen, die sich hier halt noch so ein bisschen schmerzhaft und als Drama und als Kummer zeigen, was da so in deiner Tiefe liegt, was deine Seele dazu sagt und welche hilfreichen Impulse es da für dich gibt.